Moin Moin und herzlich willkommen zum Kanzeltisch am Vorabend des Sonntags Oculi. Die Glocken läuten den Sonntag ein und wir haben wieder Zeit, am Kanzeltisch das Geschehen der letzten Woche Revue passieren zu lassen. Und ich muss euch sagen, das erste Mal in der ganzen Zeit der Corona-Pandemie, die ja uns jetzt schon ein Jahr lang beschäftigt, das erste Mal habe ich in unterschiedlichsten Situationen, nicht nur hier in Saarbrück, auch nordkirchenweit erlebt, dass fast alle Menschen müde sind. Richtig müde. Ja, fast schon so müde, dass die Müdigkeit sich in Aggressivität umwandelt. Endlich raus. Endlich wieder mehr dürfen. Ob das nun daran liegt, dass das Wetter wärmer geworden ist? Oder dass so viel vom mehr ermöglichen und mehr öffnen die Rede ist? Ich weiß es nicht. Aber auffällig ist es für mich in der letzten Woche gewesen. Kinder wie auch alte Menschen. Frauen wie auch Männer und ganze Familien. Es reicht. Allein, ich frage mich manchmal, wie das so wäre in den Bombennächten im Zweiten Weltkrieg, wenn man im Bunker saß und gesagt hätte, es reicht mir jetzt, ich kann es hier nicht mehr aushalten. Die britischen, amerikanischen Bomber hätten wenig darauf gegeben. Die Bomben flogen weiter. Die Pandemie ist nicht zu Ende. Ja, wird sogar noch erheblich schwieriger in den nächsten Monaten. Denn anders als im Lockdown vor einem Jahr sind wir nicht mehr bei Inzidenzwerten von 20 oder sowas, sondern öffnen bei 50 und werden bei 200 und noch mehr landen. Wichtig ist darum nach wie vor, bleibt zu Hause. Bleibt zu Hause. Oder nutzt die Möglichkeiten vom Testen und Impfen und sonst was. Was soll man machen, wenn es nicht da ist? Wenn sie kommt, wenn sie vor der Tür ist. Ich bin mir gewiss, die nächsten Wochen werden schwierigsten. Nicht für die Allerältesten. Die sind inzwischen geschützt. Aber 75 und darunter. Und das Gute, die liegen länger auf den Intensivstationen. Und die Betten werden nicht mehr so schnell frei durch sterbende Menschen. Natürlich trifft das nur 1% der gesamten Bevölkerung. Auch ich merke ja langsam, dass mich Dinge nerven. Und ich muss mich wirklich beherrschen, wenn ich dann lese, dass da welche meinen, die große Wahrheit gefunden zu haben, dass nur 1% der Bevölkerung krank werden könnte. Ja, das ist doch klar. Das war doch klar seit Anfang an. Aber 1% auf einem Haufen macht unser System kaputt. Im Zweiten Weltkrieg konnten Menschen, nein, mussten Menschen damit leben, dass Tod ungerechtfertigt ins Leben reinhaute. Wir können nicht mehr damit umgehen, dass Vater nicht mehr auf die Intensivstation kommt oder der Junge nicht mehr auf die Intensivstation kommt, weil die Alte da nicht und das Bett wegnimmt. Und nur dieses ist das große Problem bei dieser weltweiten Pandemie, dass immer dann,
wenn wir es nicht mehr aushalten und nach draußen wollen, nach draußen stürmen und uns wenig an Regeln und Abstand halten. Wenn wir tun, was wir gerne wollen, zusammen sein und feiern, dass dann auf einmal viele Menschen auf einmal, auf einem Haufen krank werden und unser Gesundheitssystem anfängt, krank zu werden. Darum, die nächsten Wochen werden noch einmal Wochen sein, wo wir genau darauf achten müssen, aufeinander Acht zu geben, Abstand zu halten, um dann wirklich wieder gemeinsam feiern, gemeinsam rausgehen, gemeinsam leben zu können. Darum heute ganz besonders, bleibt behütet, ihr und euer Pastor Bernd Hoffmann.